Dieses Hochdruckgebiet schiebt nämlich kältere Luft durch den mittleren Westen. Unser Eiszapfentag der Woche mit minus 4 Grad. Ich mag sein Gesicht nicht. Ich mag ihn. Sieht gut aus. Mein Job ist eigentlich sehr einfach. 2 Stunden am Tag vom Teleprompter ablesen. Hey, Wettermann! Alle paar Monate wirft jemand etwas nach mir. Ich bekomme ziemlich viele Vergütungen, praktisch ohne jede Mühe oder Mitwirkung. Die Shakes sind wahrscheinlich eine Reaktion darauf. Warum würde jemand einen Shake nach dir werfen? Du liest nur die Wetternachrichten. Wie geht es, Shelly? Der geht es sehr gut. Es ist nutzlos, dass Shelly tanzen geht. Sie sollte sich ein Hobby suchen, aus dem sie mehr Freude schöpfen kann. Wir haben darüber schon gesprochen. Du solltest lieber etwas tun. Mein Vater ist Robert King Spreadthorpe. Er war ein sehr guter Schriftsteller und ein prima Vater. Du machst dir immer Sorgen um deine Kinder. Egal wie alt sie sind. Zu tun gibt's immer etwas. Noreen! Au, was sollte das denn? Ich wollte nur... Du hast dich direkt reingedreht. Letzten September hatte ich Shelley ermuntert, sich Gedanken über andere Hobbys zu machen. Sie entschied sich für Bogenschießen. Au! Und wehe, du vergisst die Remoulade. Hörst du? Remoulade. Sonst noch irgendwas? Nein. Wo ist die Remoulade? Ich dachte, du wolltest die Sache wieder einbringen. Mach ich. Gib mir Zeit, alles wieder hinzubiegen. Ich krieg das hin. Das ist ja großartig. Ist dir klar, dass die schwerere Entscheidung und die richtige Entscheidung in der Regel ein und dasselbe sind? Los geht's, Team Spritz! Leicht ist nichts in der Erwachsenenwelt. Um etwas zu erhalten, das von Wert ist, muss man Opfer bringen. Das ist die Lektion. Bringen wir es zu Ende. Die Leute werfen keine Sachen mehr nach mir. Vielleicht soll ich einen Bogen mit mir rumtragen. Hallo, Wettermann. Das zu akzeptieren ist nicht leicht. Aber leicht ist nicht in der Erwachsenenwelt. Okay, lass ihn fliegen. Großartig.